Moin zusammen, ich bin's, euer Brownie und herzlich willkommen zu einem etwas besonderen Gameplay-Commentary, denn diesmal ist es wirklich ein Gameplay-Commentary, ihr seht schon, Sprengkommando auf Scrapyard und ich werde heute tatsächlich richtig aufs Gameplay eingehen, das heißt, ich werde euch Tipps geben zum Sprengkommando-Spielen, werde ein bisschen zeigen, wie ich gespielt habe, mit was ich gespielt habe, warum ich so gespielt habe und so weiter und so fort und fangen wir doch gleich mal an. Ich habe gespielt mit der RPD, mit Griff, Secondary, USP und meine Perks waren Fingerfertigkeit, Feuerkraft und Ninja. Und gleich am Anfang werde ich zu diesem Spot hier gehen. Dieser Spot ist sehr entscheidend. Ihr seht, links von mir gehen schon zwei meiner Kollegen und decken den linken oder die linke Flanke ab. Ich hole hier schon mal die Gegner und warum dieser Spot am Anfang eigentlich sehr zu empfehlen ist, zeige ich euch jetzt anhand einer Außenkamera. Ich habe jetzt, glaube ich, hier schon den dritten Gegner. Das ist der Spot, der ist auf jeden Fall für den Anfang für Scrapyard sehr, sehr, ja, ich sag mal gut, denn man ist wirklich sehr geschützt, man hat eigentlich alles im Blick, wo die Gegner am Anfang langlaufen könnten, außer halt eben hinter mir, aber da sind ja meine zwei Teammates langgelaufen, haben schon da gesichert und ich werde jetzt da auch langlaufen. Und wir sehen jetzt hier schon, dass es langsam losgeht mit dem Spawn-Trappen. Ihr seht, die rechte Flanke ist schon von meinen Teammates, abgedeckt, das heißt, wir beginnen jetzt schon langsam die Spawns zu kontrollieren, ja? Und wie die Spawns auf dieser Seite aussehen, das zeige ich jetzt anhand einer Vogelperspektive. Und die Spawns, die liegen einerseits natürlich im Haus drinne, andererseits auch vor dem Haus hier noch. Und wenn man zu weit im Spawn drin ist, dann spawnen sie entweder auf der linken Seite im Prinzip, also da, wo es leuchtet, und in der Mitte der Map können sie auch spawnen, das aber nur, wenn sie zu weit oder wenn wir zu weit im Spawn sind. Hier weiter aufs Gameplay, ich habe jetzt schon meinen Harrier und ich habe jetzt den Fehler gemacht, dass ich ihn gleich rausgehauen habe und dann kam natürlich einer, denn die linke Flanke war derzeit nur durch mich besetzt, sage ich mal. Und deswegen sind da die Gegner auch durchgekommen. Das sollte natürlich im Idealfall nicht passieren. Ich habe keinen Taktikeinstieg dabei gehabt. Ihr seht, ich habe die Semtex dabei. Taktikeinstieg ist natürlich zu empfehlen. Hier ein kleiner Knife Runner mit Painkiller. Dachte ich schon, ich sterbe. Und wenn wir jetzt auf die gleiche oder wenn wir gleich auf die Minimap gehen, sehen wir, dass einer von uns gleich in den Spawn reingeht. Das hat eigentlich den Grund, dass wenn wir ein Harrier oder allgemein jemand ein Chopper ist, immer in den Spawn reingehen, dass die möglichst viele Kills machen. Also sprich, dass die Gegner draußen spawnen. Das tun sie jetzt, sie spawnen sozusagen vor meiner Nase, also den linken Spawn, links außen. Da sind die Gegner jetzt gespawnt, das war ziemlich vor meiner Nase, weil wir eben die anderen Spawns abgedeckt haben. Und so kann man auch sehr gut, ja ich sag mal, den Spawn kontrollieren. Ich kann euch schon mal vorwegnehmen, ich werde nur eine Double Nuke erreichen. Ich hatte, glaube ich, 4 Harrier insgesamt. Ein Harrier jetzt ganz am Anfang, wo ich gestorben bin. Der Harrier bringt mich zur ersten Nuke. Ihr seht, die Zeit läuft ab. Das heißt, wir müssen eine Bombe planten lassen. Das heißt, wir wollen, dass das Spiel so lange wie möglich geht. Deswegen haben wir die linke Flanke komplett offen gelassen. Das heißt, wir sind nur rechts bzw. in der Mitte gegangen und haben die Gegner planten lassen. Ich hole mir jetzt meinen Harrier raus, habe mich schön vergraben hier hinten. Und ihr werdet gleich sehen, okay, hier kommt ein der Teammate und der hat seine AC-130, das heißt, er hat im Prinzip 5, 7, 11 gespielt. Ich glaube, insgesamt haben wir in dem Gameplay, also meine Double Nuke, dann hat noch jemand eine Nuke gehabt und ich glaube, drei Leute haben insgesamt eine Nuke gehabt, ich eine Double Nuke und die anderen zwei eine normale Nuke, glaube ich. War eine ziemliche Zerberstung. Muss man schon sagen, und ich hätte eine Triple Nuke locker reißen können. Ich hatte, glaube ich, 3 Chopper, bin aber während des eines Choppers, glaube ich, gestorben oder davor, keine Ahnung. Wir haben die Bombe natürlich hochgehen lassen und ich, ja, campe jetzt sozusagen am Spawn, damit ich meinen Chopper Gunner wirklich bekomme. Das ist jetzt natürlich ein bisschen abwarten, dass die Gegner rauskommen. Ihr seht, hier hole ich schon mal 2 Gegner. Und das heißt, jetzt ist eigentlich nur warten angesagt, dass Gegner rauslaufen und ich sie killen kann. In dem Fall konnte ich es, habe hier meinen Chopper und hole ihn natürlich gleich raus. Und jetzt ist das ganz Entscheidende für meine Teammates im Prinzip. Das heißt, sie müssen den Spawn in dem Haus drin, wo sie spawnen, also in der Base von denen sozusagen, müssen sie reinrennen, damit die Gegner draußen spawnen. Also heißt, in MW2 ist es ja noch so, dass man Spawns kontrollieren kann, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und das ist eben ein ganz springender Punkt, eben in den Spawn reinzugehen von denen.
Das sage ich, also ihr habt keinen Ton im Hintergrund, weil ihr sonst nur Stimmen gehört hättet. Weil wir waren natürlich alle im Teamspeak, das Ganze war im Killer-Clan erspielt. Ich glaube, noch ein anderer war dabei, aber ist auch nicht so wichtig. Und ihr seht, dass die Gegner jetzt komplett links spawnen, weil ihr seht, meine Teammates sind in dem Haus drin und sie spawnen komplett an der linken Flanke. Es sei denn jetzt, dass meine Teammates ab und zu mal sterben drinnen. Das kann natürlich sein, dass sie dann drin spawnen. Das ist auch ganz wichtig, das werde ich dann auch am Ende machen. Deswegen bin ich am Ende noch ziemlich, ja, oft nicht, aber habe ich noch ziemlich viele Tote eingesteckt, weil mein Teammate einen Chopper hat und ich natürlich auch mit in den Spawn gegangen bin. Hier war ein Gegner bei mir, der mich zum Glück nicht gesehen hat, muss man ja sagen. Und ja, das heißt, es ist eigentlich ganz gemütlich Chopper-Action. Wie gesagt, Teammates sind im Spawn drin, habe hier schon die erste New. Es geht aber gleich weiter, die Zeit läuft ab. Wir wollten natürlich die erste Runde erstmal gewinnen. Das ist ganz klar gewesen. Verrecke hier, also ich töte mich selbst, damit ich gleich weiterspielen kann. Aber ich kann euch sagen, in der Runde wird es ja keine Nuke mehr geben in dem Sinn. Und deswegen, hier passiert auch nicht mehr viel, deswegen switchen wir einfach gleich mal in die nächste Runde. In der nächsten Runde geht für mich eigentlich auch nicht so viel ab. Ich hatte da zwar meinen zweiten Chopper, bin aber leider verreckt, so dass ich keine Nuke machen konnte im Prinzip. Ich werde euch aber trotzdem ein bisschen was zu der Seite als Angreifer erzählen. Und zwar erstmal schauen wir uns ja die Spawns an, auf der Seite jetzt. Diesmal aber keine Vogelperspektive, sondern eine ganz normale Kamerafahrt. Wenn wir uns die Spawns auf der Seite angucken, ganz klar ihre Base hier in dem Haus. Das Haus kann man schön umstellen, damit sie da drin spawnen. Aber es geht auch schnell, dass sie mal draußen spawnen. Das heißt, dass sie im Prinzip hinter einem spawnen, hier am LKW oder sogar hier hinten an der Mülltonne. Das kann tatsächlich auch mal vorkommen, dass man auf einmal von hinten gekillt wird. Das kann schneller gehen, als man denkt. Deswegen bin ich glaube ich auch verreckt, weil sie auf einmal hinter mir standen. Ganz klar hier beim Gabelstapler auf der Seite spawnen sie auch sehr gerne. Und nicht zu vergessen, der Spawn hier an der Bombe und hier hinten. Den Spawn kann man eigentlich sehr schön, also da kann man wirklich, wenn man die hier hinten drin hat, kann man einfach nur reinsprayen und kriegt eigentlich immer Kills, weil sie ständig dann dort spawnen, wenn sie dort spawnen. Und ja, weiter im Gameplay. In dem Gameplay seht ihr schon, dass der nächste Chopper schon wieder einrückt, sage ich mal. Diesmal ist er von Clown, also wir haben ja im Killer-Clan gespielt. Und was wir jetzt machen, wir gehen in den Spawn von denen rein, damit sie nicht im Haus spawnen, damit der Chopper wirklich sehr, sehr viele Kills macht. Und schaut euch mal, wie viele Kills der Chopper macht. Er haut einfach in den Spawn rein, weil sie eben nur draußen spawnen können. Das heißt, sie können gar nicht drin in dem Haus spawnen, weil wir eigentlich die Spawns auf der Seite komplett abgedeckt haben. Und ja, ihr seht, jetzt ist der Chopper allmählich weg. Ich glaube, er ist noch ganz kurz da, aber er hat seine Nuke schon gehabt. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt lassen wir sie wieder dort spawnen. Hier habe ich meinen dritten Harrier, müsste es schon gewesen sein. Der bringt mich aber, wie gesagt, nicht zur Nuke, denn ich werde beim Chopper gleich verrecken. Das werden wir gleich sehen. Hier, ganz klarer Fall, einfach rein sprayen, ja. Dafür ist die RPD da. Aber jetzt werdet ihr gleich sehen, was passiert. Sie spawnen alle in dem Haus momentan. Und dann, ich dachte mir, okay, ich habe den Chopper. Und jetzt schaut euch einfach mal an, was gleich passiert. Den Gegner hole ich noch. Ne, hole ich nicht. Hat dann ein Teammate geholt. Und dann wäre ich lieber weggegangen. Dann hätte ich vielleicht auch die Triple Nuke erreichen können. Aber hat nicht geklappt. Ich hole den Chopper trotzdem raus, einfach um ja Kills zu machen. Meine Teammates wussten natürlich Bescheid, denn wir waren alle im Teamspeak. Der Score ist jetzt schon ziemlich heftig, finde ich. Und ja, den Chopper müssen wir uns jetzt nicht angucken. Der macht verdammt viele Kills. Wie gesagt, wir sind wieder in den Spawn gerannt, beziehungsweise meine Teammates sind in den Spawn gerannt. Und ich habe schön die Gegner weggeholt. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt jetzt auch eine Szene irgendwie aus der Runde. Ansonsten werden wir jetzt in die nächste Runde switchen. In dieser Runde ist nicht mehr sehr viel passiert, außer dass noch, glaube ich, zwei weitere Chopper am Start waren. Und wir haben natürlich absichtlich die Runde verloren, damit wir mehr Zeit haben. Und ihr seht schon meinen Score, der ist schon ziemlich beachtlich. Ich konnte es jetzt nicht genau lesen. Naja, egal. Ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall jetzt wieder als Defend, letzte Runde, und ich gehe natürlich wieder auf meine altbekannte Position hier, die wirklich ziemlich geil ist. Hab hier den Harrier, weil ich davor natürlich ein bisschen, ja, die Gegner noch weggeholt habe, in der vorherigen Runde nicht gestorben bin, und erzählt die Killstreak weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Sprengkommando-Game hier war nicht das, also es war nicht so der optimalste, ja, Spawn-Trap, aber es ging. Also es war
sehr ordentlich, also vor allen Dingen von den Scores, dann werdet ihr dann später sehen. Ich versuche jetzt hier meinen Chopper zu bekommen und falls ihr denkt, ja, warum holt denn der, oder warum holen die Gegner denn nichts runter vom Himmel und so weiter, das haben sie versucht, aber sie kamen ganz einfach nicht dazu, denn sie wurden ständig nur gekillt. Wir können uns dann später mal die Todeszahlen von ein paar Leuten da angucken. Die waren ziemlich nice, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bekomme jetzt durch meine Posi hier mein Chopper, ganz klar, da die linke Flanke abgedeckt war und also hinter mir konnte keiner kommen und ich hatte wieder alles im Blickfeld, deswegen war es wirklich nicht schwer. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, viele sagen auch, Spawn-Trappen ist ja voll noobig und so, finde ich überhaupt nicht. Ich sage mal, jeder hat die Möglichkeit dazu und dann sagen, ja, ihr spielt im Sechser-Team, ihr seid ja voll noobig. Keine Ahnung, was die Leute damit bezwecken wollen. Auf jeden Fall, ja, so kann man richtig ownen. Eigentlich kann man nur so richtige Stats hinbekommen. Ihr seht jetzt hier, wollen die Gegner ins Haus rein, damit der oder mit ich mit meinem Chopper eigentlich Schwierigkeiten habe. Aber meine Teammates, zum Glück habe ich meine Teammates, ohne Teammates würde glaube ich gar nichts laufen, gehen in den Spawn von denen rein ins Haus, werden natürlich öfters mal gekillt, bevor sie überhaupt drinne waren, deswegen hat der Chopper erst gegen Ende richtig abgeräumt. Ihr seht, ich versuche ein bisschen ins Haus zu schießen, das ist eigentlich das Einzige, was ich machen kann. Und ja, meine Teammates versuchen in das Haus reinzugehen. Wenn sie im Haus drinne sind, dann ist der Chopper richtig, ja, ich sag mal, dann räumt der Chopper richtig ab. Ihr seht jetzt hier, spawnen sie links, da eigentlich die Spawns auf der, ja, eigentlich ist es eigentlich ist die rechte Seite, aber ist ja egal. Weil auf der anderen Seite sind die Spawns im Prinzip abgedeckt gewesen, im Haus auch. Und hier habe ich meine zweite Nuke, leider nur meine zweite Nuke. Ich habe sie natürlich nicht gleich ausgelöst, wir hatten noch 3 Minuten zu spielen. Und ich kann euch sagen, ihr seht, einfach mal aufs Radar gucken und dann einfach schauen, wie oft eigentlich so Air-Support von uns draußen war. Das war eigentlich durchgehend, wirklich durchgehend. Hier habe ich mich selbst gekillt, weil ich eigentlich noch dachte, okay, vielleicht schaffst du die Triple Nuke noch. Und hat nicht geklappt, leider. Vielleicht, wenn wir mal wieder Sprengkommando richtig geil zocken, vielleicht schaffen wir es tatsächlich, dass wir, oder dass ich mal, oder halt ein Teammate von mir, wie auch immer, wirklich viele Nukes zusammenbekommen. Also es wäre auf jeden Fall möglich, denn wir haben ein richtig geiles Team auf jeden Fall. Wir wissen alle, wie Sprengkommando gespielt wird. Und auch Scrapyard ist sowieso eine geile Map, gerade für den Chopper und so weiter. Hier werde ich schön gelast standed, ja. ja, war ich ein bisschen gefrustet, dass es nur eine Double Nuke war, aber vom Score her war es auf jeden Fall richtig, richtig geil. Kann man auf jeden Fall nichts sagen. Jetzt passiert ehrlich gesagt nicht mehr viel. Außer dass wir natürlich wieder eine Menge Harrier und Chopper und AC-130 hier oben hatten. Und die Gegner wurden einfach nur gebasht, ihr seht, sie spawnen vor meiner Nase, weil die restlichen Spawns eigentlich dicht waren. Deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht spawnen sie jetzt hier. Da kam aber mein Teammate angerannt, das heißt, dass dieser Spawn dicht ist. Und deswegen könnten, oder sie spawnen jetzt wieder im Haus. Und ja, es neigt sich dem Ende. Auf jeden Fall, was ich sagen kann zu Sprengkommando, ihr müsst ein Sechser-Team spielen. Ohne ein Sechser-Team wird das nichts. Und ihr müsst auch die Spawns kennen und ihr müsst wissen, wie ihr zu spielen habt. Das ist ganz wichtig. Und dann kann jeder, wirklich jeder, einen guten Score machen. Natürlich ist es für manche noobig, für mich auf jeden Fall nicht. Denn für mich ist es einfach nur gut spielen, also vor allen Dingen taktisch spielen. Verwechseln manche mit, keine Ahnung, aber es ist mir auch relativ egal. Ich versuche jetzt hier ins Haus zu gehen, da wir Harrier und so weiter oben hatten. Natürlich alle mit Painkiller am Start. Painkiller regt ziemlich auf, aber die hatten natürlich alle Painkiller drin, weil sie nur sterben, also wirklich nur sterben. Und ja, das war's soweit zum Gameplay eigentlich. Vielleicht hat euch das ja gefallen und vielleicht wollt ihr ein bisschen mehr sehen davon. Vielleicht jetzt nicht nur Sprengkommando, vielleicht auch mal Capture the Flag oder sowas im Team. Würde mich auf jeden Fall freuen, also mir macht das Ganze auf jeden Fall Spaß und so ein Gameplay zu spielen ist für mich mit dem Team, also mit meinem Clan auf jeden Fall nicht schwer, ja, kann ich ganz ehrlich sagen. Und das war's auf jeden Fall. Wie gesagt, am Ende hatten wir dann insgesamt 4 Nukes, mussten es gewesen sein, also ich habe 2 Nukes gehabt und mein, ich glaube Clown hatte noch eine Nuke und wer hatte noch eine Nuke? Rex, glaube ich. Falls mich nichts täuscht. Wenn nicht, ist auch egal. Hatten wir nur 3 Nukes. Auf jeden Fall war es ziemliche Zerberstung. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da, schreibt einen Kommentar. Und was ihr vielleicht sogar als nächstes sehen wollt, Capture the Flag oder vielleicht nochmal Sprengkommando auf einer anderen Map. Wie gesagt, MW3 wird es nicht geben, denn MW3 kann man solche Taktiken einfach nicht machen, denn macht das Spiel einfach einen Strich durch die Rechnung. Ist leider so, ja.
Aber ja, deswegen auf jeden Fall MW2 und ich zünde jetzt hier gleich meine Nuke und dann werden wir gleich mal den Adscore sehen. Ich glaube, das war ein, lasst mich lügen, 126 zu 16 müsste es gewesen sein. Wir sehen es ja gleich. War auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie gesagt, Kommentar schreiben, bewerten und so weiter. Die Nuke geht jetzt hoch. Werden hier nochmal schön von einem Sniper weggesprayt. Ihr seht, die Gegner sind nicht mehr viele da. Das war ein 116 zu 15 und ihr seht, im Gegnerteam ist einer dabei, der 11 zu 39 hat. Ja, das ist doch mal nice, oder? Der ist wahrscheinlich die ganze Zeit drin geblieben. Ihr seht hier die Stats. Wir hatten fast dreimal über 100 Kills im Team. Nicht mehr als 25 Tote, glaube ich, war das Schlechteste. Und ich würde mal sagen, das war richtig gepwnt. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt in die Kommentare. Haut rein, ich bin's, euer Brownie. Ciao.